Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte ein ganz neues Format mal ausprobieren. Etwas, was ich bisher noch nirgendwo gesehen habe, muss ich ehrlich sagen. Und zwar nenne ich das jetzt einfach mal Impro-Küche. Aufgrund dessen, dass ich, wenn ich koche, ich zu 90% ohne Rezept und ohne einen konkreten Plan anfange zu kochen und dann dementsprechend das alles immer sehr, sehr frei, sehr kreativ, aber vor allem auch sehr einzigartig wird. Ich werde einfach jetzt live im Video mit euch die Sachen aussuchen, also was ich da jetzt an Zutaten nehme. Wahrscheinlich mich zwischendrin noch 47 Mal umentscheiden, weil ich etwas doch nicht nehme und so weiter. Und im Endeffekt weiß ich jetzt noch nicht, was am Ende rauskommt und ihr auch nicht. Und ich glaube, das ist das ganz Spannende daran. Wie gesagt, ich koche fast immer so und ich dachte, vielleicht wäre das auch mal was in einem Video einfach. Wenn das interessant ist, wenn euch das Spaß macht, wenn euch das inspiriert, auch selbst was zu machen. Und wenn ihr da Freude dran habt, dann kann ich sowas gerne nochmal machen. So, wir schauen jetzt mal eben in den Kühlschrank. Der geht leider nicht weiter auf. Also, ich habe an frischem Gemüse auf jeden Fall hier Tomaten. Und hier unten, das ist irgendwo... hier unten ist noch eine Gurke und eine Zucchini. Eine Gurke werde ich jetzt nicht zum Kochen so verwenden, aber die Zucchini sieht eigentlich ganz gut aus. Die nehme ich gleich mal raus. Ja, das klingt doch gut. Soja-Kochsahne, die nehme ich auch auf jeden Fall erstmal raus. Oh, wir haben sogar Würstchen. Ich überlege gerade, ob ich mit denen irgendwas anfangen kann. Ich tue sie erstmal raus. Im Endeffekt, was haben wir hier in der Tür noch? Wir haben noch eine Tomatensauce, die passt jetzt nicht so dazu. Und was ist hier hinter? Tomaten mag ich auch nicht. Ne, ich glaube, aus dem Kühlschrank kann ich soweit nichts nehmen. Aber wir können mal hier unten in die Vorräte noch gucken. Ich habe mir nämlich so grob vorgestellt, irgendwas mit Nudeln zu machen. Und dann so eine grüne Soße praktisch. Das ist jetzt so das, was mir gerade, als ich die Zucchini gesehen habe, eingefallen ist. Ach, ich kann das hier auch mal noch rausfahren. Was hier noch so ist. Aber... ich glaube, so viel weiteres habe ich hier nicht. Und ja, ich koche auch zum Teil mit sowas, aber ich verwende das nie für das, wofür es gedacht ist. Ich nehme das erstmal mit raus. Ich habe jetzt keinen Reibekäse, aber ich nehme einfach mal den hier und werde da jetzt mal irgendwas draus zaubern.
habt ihr das fertige Ergebnis. Es sieht jetzt eigentlich nicht hässlich aus, jetzt auch nicht sonst wie aufwendig, aber ich habe jetzt, weiß ich nicht, ich kann euch einblenden, wie lange ich gebraucht habe. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Ich nehme das jetzt mit rüber und werde es gleich mal probieren. Jetzt kommt der Live-Geschmackstest. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, es ist noch nicht mal um 11. Ich habe jetzt halt einfach den Vormittag genutzt, um das Essen für Mittag und Abend vorzukochen. Und ja, gönnen wir jetzt mein zweites Frühstück. Also, ich finde es sehr, sehr lecker. Ich muss noch dazu sagen, ne? Ich hätte auch die Würzung einfach selbst machen können. Ich hätte nicht so eine Tüte da verwenden müssen. Im Prinzip ein paar Kräuter, Salz, Pfeffer, ein bisschen Curry. Ich überlege gerade, was da noch so ranpasst. Aber im Endeffekt, ja, war die Tüte jetzt da. Aber ihr seht ja, dass es sehr, sehr schnell geht. Und auch selbst, wenn man die Würzung komplett selbst macht, genau, hier ist jetzt dadurch, dass es so eine Tüte, glaube ich, für so Kartoffel irgendwas war. Ich glaube, Muskatnuss dran, das schmeckt auch echt gut. Das könnte man ja auch selbst noch ranmachen. Was jetzt mal noch ganz interessant zu wissen wäre, ich aber irgendwie null jetzt, glaube ich, für euch noch nachrechnen kann, ist, was dann der Portionspreis wäre. Ich glaube, das ist auch nicht so teuer. Weil es sind jetzt keine außergewöhnlichen Zutaten, keine ausgefallenen, besonders teuren Sachen. Und ja, die Dauer, wie lange ich gebraucht habe, habe ich ja schon eingeblendet. Und ja, an dieser Stelle möchte ich das Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr euch hat auch das, ja, ich sag mal, das Format, das Prinzip dahinter, also einfach irgendwas zu nehmen und daraus irgendwas dann zu kombinieren, ein bisschen unterhalten oder inspiriert. Wie gesagt, ich koche eigentlich immer so, deswegen dachte ich, kann ich euch auch einfach da mal mitnehmen. Wenn euch das gefallen hat, schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare und ob ihr sowas nochmal sehen wollt. Ich koche auch ziemlich viel, generell so vegetarisch oder vegan, wenn ich da mal irgendwas in die Richtung machen soll oder einfach nur so. Einfach mal das nächste Mal, wenn ich koche, die Kamera wieder mit hinstellen und dann ganz wild durcheinander kombinieren. Dann, also wenn ihr da Bock drauf habt, dann ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich verlinke wie immer das letzte Video unten drunter und ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen lieben Kommentar hinterlasst.